Willkommen zurück. Direkt nach der Mission haben wir jetzt hier neue Möglichkeiten bekommen zu interagieren. Oha. Okay, die wollen mit Agatha sprechen. Wir werden aber erst einmal hier mit den Emo-Kids abhängen. Hier machen wir auch gleich mal ein Kompliment. Okay, werd nicht wütend, aber Caretaker will das Emo-Kids-Treffen heute leiten. Wieso sollte mich das wütend machen? Ich bin ein bisschen wütend. Sie soll nicht glauben, sie hätte jetzt das Sagen. Alles klar, dann los. Dir nach. Okay, das kann doch nur eskalieren. Wie viel hat Nico dir über das Treffen heute erzählt? Sie hat gesagt, du leitest es. Ich nehme an, dass du eine Meinung dazu hast. Sag, sag, was du sagen musst. Das ist deutlich mehr als nur beobachten. Ich wollte dieses Treffen leiten, weil wir uns dem Augenblick deines Todes nähern. Ich lasse mir das nicht von Anfängern vermasseln. So wie Magic? Sie hat uns näher an das Geschehen herangebracht als alle anderen. Im Gegenteil. Ihr verfehlter Ansatz hat mich an eine alte Technik erinnert. Sie offenbart die Wahrheit, ohne dich zu gefährden. Heute Abend werde ich deinen bewussten Verstand von deinem früheren Ich abschirmen. Wenn du bereit bist, können wir die Umstände deines Todes ungefährdet beobachten. Ja, vertrau ihr doch einfach mal. Sie hat auch immerhin Mephisto aus dem Geist von Agatha rausbekommen. Wir können anfangen. Was ist deine letzte Erinnerung an den Abend deines Todes? Lilith, wie sie mich bittet, mit ihr zu gehen. Behalt dieses Bild. Dort beginnst du. Gut. Was siehst du? Lilith und ich stehen uns im Kreis gegenüber. Dir anschließen. Warum sollte ich das tun? Seit meiner Wandlung schuf ich viele Kinder. Doch sie alle verblassen neben meiner größten Schöpfung, meinem wahren Kind, meinem Ebenbild. Ich bin nicht wie du. Noch nicht. Aber sobald ich die Fesseln entfernt habe, die dich binden... Nein, ich stehe niemals an deiner Seite. Törichtes Kind. Du hast keine Wahl. Solche Lügen können wir uns nicht mehr leisten. Ja. Ich kann mich nicht bewegen. Das Darkhold. Sie hat das Darkhold. Du klammerst dich an die Wahnvorstellungen deiner Entführer. Nimm dein wahres Selbst an. Ja. Sie hebt das Darkhold hoch in die Luft. Sie... Ah! Das ist alles? So starb Hunter? Mehr ist da nicht. Hunter ist wegen einem Buch gestorben? Miss Rasputina, das Darkhold ist nicht einfach ein Buch. Lilith hat den Hunter also zu Tode gelesen. Sie hat ihre Dämonenkräfte wohl durch das Darkhold kanalisiert. Bah, ne langweilige Art zu sterben. Ich habe mir irgendwie ein bisschen mehr erhofft. Was meinte Lilith mit deinem wahren Ich? Wir stoßen auf mehr Fragen als Antworten. Stimmt, aber wir haben hier jemanden, der helfen kann, sie zu entschlüsseln. Sarah kennt ihre Schwester besser als jede andere lebende Person. Vielleicht weiß sie, was Lilith gemeint hat. Ich rede mit Sarah. Klingt gut. Mal schauen, was sie zu erzählen hat. Ich bin enttäuscht. Ich dachte, es würde mehr dahinter stecken. Ebenfalls. Ich dachte immer, sie griff die Abtei an, um das Darkhold zurückzuholen. Aber es war wohl nur ein Mittel zum Zweck. Was sie über mich gesagt hat, mein wahres Selbst, kannst du das erklären? Nein, das ist Unsinn.
Aber sie hat geglaubt, was sie gesagt hat. Vielleicht können wir das gegen sie verwenden. Wie? Wenn wir uns ihr stellen, könntest du sie vielleicht ablenken. Ich soll den Lockvogel spielen? Wenn du dich anbietest. Warum bin ich in deinen Plänen immer der Lockvogel? Weil es funktioniert. Hast du mich so gefunden, nachdem ich starb? Ja, dich und Lilith, das Darkhold zwischen euch. Wenn sie mich damit umbrachte, wie starb sie dann? Das Darkhold ist ein gefährliches Buch. Vielleicht war seine Macht zu stark für sie. Ich weiß, wo meine Leiche endete. Aber Lilith? Die Ritter von Wondergore schafften Liliths Leiche weg. Ich wollte nicht wissen, wohin. Und das Darkhold? Den bekamen auch die Ritter. In Fragmenten, um sie in aller Welt zu verstreuen. Ein paar Jahrhunderte ging das klar, bis Hydra sie fand. Mehr wollte ich nicht fragen. Geht es dir gut? Das wieder durchzumachen war sicher schwer. Es nicht zu wissen, war das Schwierigste an meiner Rückkehr. Ich fühle mich besser. Gut. Ich will dich nicht aufhalten. Genieße den Abend. Okay. Du bist gestorben wie vorhergesehen. Du klingst enttäuscht. Hunters Tod sollte nicht so banal sein. Nächstes Mal etwas mehr Würze, bitte. Bleib mit einem Bein in einem Mähdrescher stecken. Lass dir einen Sack verhungernder Wiesel ums Gesicht binden. Ganz egal, bloß keine Dämonenkräfte. Den eigenen Tod zu beobachten, kann zu schlaflosen Nächten führen. Das weiß ich aus persönlicher Erfahrung. Wenn du Schlafprobleme hast, kann ich dir ein Rezept schreiben. Nur ein Scherz. Ich bin in diesem Bundesstaat nicht zugelassen. Das wär's für dieses Treffen. Gehst du? Ja, wir haben alle Infos bekommen. Das war's für mich. Klingt gut. Bis zum nächsten Treffen. Ja, beziehungsweise die Infos, die man uns zur Verfügung stellt. Nehmen wir das mal. Was, wenn sie nicht bereit ist? Manchmal erwarten wir zu viel von ihr. Ich will auch nicht, dass sie etwas tut, wofür sie nicht bereit ist. Aber wir wissen alle, dass sie die Einzige ist, die sich ihm stellen kann. Gibt es noch jemanden, der die Kraft dazu hat? Nico, du bist eine knallharte Bluthexe. Was ist mit dir? Ich habe nicht unbedingt die nötige Feuerkraft in der Magieabteilung. Ich sag's nur ungern, aber sie ist nun mal mächtiger als ich. Sehr viel mächtiger. Außerdem weiß sie genau, womit wir es zu tun haben. Sie muss es tun. Was, wenn sie nicht will? Wir sollten sie nicht zwingen. Dann muss einer von uns sie überzeugen. Ich rede mit ihr. Zum richtigen Zeitpunkt. Glaubst du, sie schafft das? Wir werden sehen. Also ist es beschlossen? Meeting vorbei? Ja, Robbie, du bist entschuldigt. Geh zurück und spiel deine Videospiele. Bombe. Ich stehe nämlich so kurz vor dem Aufleveln. Ich wette, du schaffst es nicht, bevor C'thon deinen Controller frisst. Oh, weißt du was, Magic? Die Wette gilt. Ja, dafür, dass Wanda eigentlich so stark ist, freundliches ist sie hier im Game nicht wirklich so der Burner. Jedenfalls meine Einschätzung. Endlich ist Hunter auch geheilt. Wunderbar. Gut, dann haben wir jetzt auch alles zusammen, um auch die nächste Heldenmission anzugehen. Im War Room stehen sie auch schon alle bereit, um zu starten. Wir gönnen uns hier nochmal die Phönixfeder zum Wiederbeleben von den Dudes. Da haben wir jetzt auch die Möglichkeit, Manöver zum Heilen zu nutzen. Ich habe die Mission mit Wanda gemacht. Und Cap. Aber Cap muss nochmal auf eine Mission mit, damit wir auch da die nächste Forschung freischalten können. Manchmal bin ich sogar von mir selbst beeindruckt. Okay, das Markieren ist sehr nice.
auch wenn wir hier die Fesseln aufleveln können. Ich helfe gern, Hunter. Gut, das passt. Den neuen Gegenstand löschen wir einfach aus der Anzeige. Dann haben wir hier auch neue Fähigkeiten, die wir aufwerten können. Bereit für die Arbeit? Für Hunter sogar. Aber wir haben nicht die entsprechenden Essenzen. Nice. Ich sage noch immer, die sind nämlich dahin geflossen. Okay, da müssen wir hin. Dahin geflossen, um die neuen Forschungen zu bekommen. Mal schauen, was jetzt hier passiert. Statusbericht zur Evakuierung. Hulk hat die Brücken zerlegt. Die Straßen sind weg. Evakuierung unmöglich. Wir besorgen die Luftunterstützung. Wir können Leute ausfliehen. Negativ. Die Befehle haben sich geändert. Wir gehen aggressiver vor, um das Land zu sichern. Sichern? Soll das heißen, ihr greift den Hulk an? Bestätigt. Unser Trupp geht gerade auf Position. Nein, ich habe Fury gesagt, er soll keinen Angriff auf den Hulk starten. Sie werden niedergemetzelt. Hör mal zu, Agent Oberschlau. Hier ist Tony Stark. Ihr müsst euren Angriff sofort abbrechen. Die dunklen Mächte in Banner werden mit der Zeit nur stärker. Diese Männer sind verdammt. Sind jetzt auf Angriffsposition. Aber das Ziel ist nicht in Sicht. Wir stecken einen Bereich... Ich hab gesagt, weg da! Halt! Da oben bewegt sich... Kick! Oh Gott, nein! Okay, das ist wohl nicht ganz so gut ausgegangen. Haben wir das gerade wirklich gehört? Ich hasse es, wenn Leute mir nicht zuhören. Und noch mehr, wenn sie mir nicht zuhören und gute Menschen deswegen sterben. Du redest wohl von Nick Fury. Ich habe ihn gewarnt, Hunter, mehrfach. Das ist nicht der Hulk, den ihr kennt. Das ist etwas viel Gefährlicheres. Hat er zugehört? Nein. Dachte er, er wüsste es besser als ich? Natürlich. Weißt du, wie du den Hulk angehst? Klar. Wir überlegen uns, wie wir so lange nicht zu Brei zermalmt werden, bis du ihn gerettet hast. Wie bei Wanda. Wenn das nicht klappt, schießen wir ihn ins All. Aber ich glaube, ihr hört mir eh alle nicht mehr zu. Du hast immer noch gute Ideen. In letzter Zeit klappen die nur nicht so gut. Danke. Man ist ja immer nur so gut wie bei der letzten Weltenrettung. Wenn das der Fall ist, muss ich noch viel unter Beweis stellen. Am besten rufe ich Reed an. Vielleicht hat er eine Idee. Oder Xavier. Oder sogar Namor. Ist schon viel zu lange her. Der Hulk ist tödlicher als je zuvor. Vergiss das nicht. Ich weiß, glaub mir. Aber ich kann nicht aufgeben. Ich will einfach nur meinen Freund zurück. Um jeden Preis. Ja, ist verständlich. Wir haben jetzt hier alles erledigt und springen dann mal in die nächste Mission. Scarlet Witch muss unbedingt dabei sein. Schade. So endet es also. Meine Schwester verzehrt Dransia mit dämonischer Energie. Und ich sehe zu. Wir sehen alle zu. Wartet, das lassen wir doch nicht einfach zu, oder? Wir haben Skulls Gottmörder. Er liefert etwas Hoffnung gegen Lilith, doch leider spielen noch mehr Faktoren hier hinein. Ganz launische grüne Faktoren. Ich bezweifle, dass uns der Hulk je wieder in die Nähe meiner Mutter lassen wird. Oder die des Tempels. Ich könnte versuchen, alle Stark-Satelliten am Himmel auf ihn loszulassen. Hat schon mal geklappt. Quasi. Warum nach oben blicken? Showtime. Wenn die Antwort direkt vor dir liegt. Netter Auftritt. In der Tat. Hey, die Geisterlady. Agatha. Bist du... Ist das... Was zur Hölle geht hier gerade vor? Der beste Teil kommt doch noch. Die mächtigste Kreatur der Erde ist nicht auf Mount Wondergor. Sie ist die Hexe von Wondergor. Es ist Zeit, dass sie heimkehrt. Okay, wir wollen nicht zu viel Druck aufbauen. Wen nehmen wir jetzt mit? Ich glaube, wir sollten Carol mitnehmen. Blöd ist Wanda. Ist ein wenig geschwächt. Sie kann keine Manöver durchführen. Egal, wir müssen es trotzdem versuchen. Die Alternative wäre, noch einen Tag zu warten. Dafür habe ich keine Geduld. Leider ist es in deinem Alter.
wird ja wahrscheinlich eh so ablaufen wie beim letzten Mal, dass wir ihn 3, 4, 5 Mal zu Boden kriegen müssen. Und dann entziehen wir ihm ein paar Mal die Seele. Ach, nicht die Seele, die dunkle Essenz, bis er dann wieder fit ist. Die ganze Zeit hast du trainiert. Stunde um Stunde versucht, deine Kräfte zu bändigen. Ich denke, du bist endlich bereit, um alles hinzuschmeißen! Unmöglich. Du weißt, wie sehr ich dieses Wort hasse. Jetzt siehst du, warum. Tochter von Transia, endlich kehrst du heim. Überlass mir deinen Schmerz und ich werde dich dafür erlösen. Meinen Schmerz? Ja. Mutter, den kannst du haben! Wieso hat sie nicht diese Kräfte auch in Fight? Wir müssen Lilith diesen Monster austreiben. Sie aus Dr. Banners Kopf austreiben. Oh shit. Ich habe es schon mal geschafft. Ich schaffe es wieder. Wir haben die Nestmother am Start, wir haben den Wächter am Start und ein paar Hunde. Die Hunde werden wahrscheinlich immer wieder neu spawnen. Höre nicht auf sie, Bruce. Lilith lügt dich an. Okay, Wanders Angriffe sind deutlich erhöht. Ja, dann nehmen wir erstmal hier ein bisschen was aus dem Spiel. An deiner Stelle würde ich einen sehr schön. Ja, eine Dreifachverkettung, sehr schön. Du hast mir keine Wahl gelassen. Ich bin beeindruckt. Wunderbar. Was machen wir jetzt? Du warst zu schwach für diesen Kampf. So, als nächstes hauen wir hier das Ding auch nochmal kaputt. Und Manöver durchführen können wir nicht. Weil, wen sollen wir denn hier dann attackieren? Oder, doch, wir könnten den in den Driss schon mal reinkicken. Du machst mich nur stärker. Eine Schwächung auf Hulk, sehr schön. Damit haben wir auch die Aggro von Hulk. Okay, gut. Er will Marvel angreifen. Das passt. Ja, dadurch, dass Wanda sich nicht bewegen kann, ist das Hexenfeld nicht zu gebrauchen. Okay, der zweite Angriff war deutlich heftiger. Okay, sehr schön. Der letzte ist down. Die wird doch jetzt neue beschwören müssen, oder? Offensive erhöhen, sehr gut.
da beschwört sie wieder neue. Da unten mit dem grünen Riss können wir, glaube ich, zwei außer Gefecht setzen. Ja, 122, das ist recht hoch. Banner. Hör nicht auf ihre Stimme. Kämpf dagegen an. Warum sollte ich nicht auf Mutter hören? Seht, was sie für mich getan hat. Oh, die hat noch 337. Hat einen Preis. Sie ist keine Wohltäterin. Okay, damit können wir den killen. Du verstehst es noch immer nicht, Hulk erreichen wir damit, aber leider nicht den Hund. Ja, wir müssen hier erstmal das Kleinvieh wegbekommen. Ja, da hätten wir auch eventuell das andere Ding nutzen können, bekommen aber eine Erstattung, deswegen passt das. Da haben wir den Hexenblitz, das sieht doch nice aus. Machen wir. Ich wanke. Das war ja was. Ah, okay. Das ist aber nicht weiter schlimm. Ja, der bekommt verwundbar. Egal, es muss sein. Aber das kriegen wir gleich auch noch hin. Ja, machen wir das Feld mal ein bisschen größer. Dürfte nützlich sein. Ja, schade, wir können uns nicht anschauen, wie groß das Feld jetzt ist. So machen wir das. Im besten Fall geht der Stein komplett durch bis nach hinten. Ja, das passt so. Wunderbar. So, 63, das heißt, ja, wir ziehen noch mal eben nach. Ja, wenn die noch mal einen Kettenblitz hätte, nee, das können wir auch gleich machen. So, Wanda, hau mal die Nestmother weg. Sehr schön. So, sie ist down. Dann haben wir nur noch Banner und den Wächter. Ja, Banner allein ist schon heftig genug. Ja, shit. Ihr Feuer brennt in mir. Der... Zeit zu gehen. Okay. Er greift nicht Hunter an. Das ist gut, weil Hunter Verwundungen drauf hatte. Ja, doch. Hunter kriegt nochmal einen drauf. Ich hatte, glaube ich, aber noch eine Heilung gehabt, deswegen ist das in Ordnung. So, da haben wir nochmal eine erhöhte Offensive. Die haben es immer noch auf mich abgesehen. Ja, haben sie? Nee, Verstärkung hatten wir. Gut, das passt aber auch. Die Verwandlung in einen Gefallenen ist wahrhaft erschreckend. Das nehme ich als Kompliment, Hunter. So, das machen wir einmal hier. Das bist nicht du.
Meine Mutter missbrauchte deinen inneren Aufruhr, um dieses... Kann ich ihn... Ja, ich kann ihn dahin kicken. Und wir können ihn höchstwahrscheinlich auch killen, wenn ich hier nochmal die Offensive erhöhe. Na, shit, verwundet. Sehr gut. Hulk kriegt auch noch mal ein bisschen was ab. Euch einfach durch Roboter zu ersetzen. Tony geht Faustus sicherer Band. So, dann ziehen wir einmal binär. Ah, shit. Die greifen Hunter an. Hunter hat den Konter. Ja, Captain Marvel. Okay, hier können wir kein Manöver nutzen. So, die soll aber ruhig mal den Hulk angreifen. Dann müsste der Hulk auch als nächstes auf sie gehen. Dann überlebt auf jeden Fall Captain Marvel schon mal. Das hält mich nie auf. Mich verscheuchst du nicht, egal wie hart du zuschlägst. Ich werde niemals aufgeben. Sorry, Wanda, aber du musstest das jetzt mal wegtanken. Sehr schön. Und Nummer 2 ist auch weg. Hulk nicht scheitern wie du. So, haben wir jetzt die Karte bekommen? Ich habe ihr Selbstvertrauen nicht erschüttert. Gut, die greifen auch Hunter an, das ist gut. Er wird immer stärker. Du brauchst nur genug Zeit, um seinen Geist von Lilith einzusäubern. Das passt. Das Schöne ist, dadurch, dass Hulk sie anvisiert hat, können wir hier auch nochmal ein schönes Feld rauswemsen. Aber Moment. Machen wir das so. Wir holen uns noch eine Offensivkarte. Da ist sie auch schon. Wird gezündet. Das sieht doch gut aus. Du weißt es nicht. Du machst einen Fehler. Und sie verlangt nur, dass ich dir das Handwerk lege. Ich muss. In der nächsten Runde kann ich Hulk das erste Mal zu Boden bringen. Sehr schön, sie hat überlebt. Geht das immer noch weiter? Ja, tut es. Ah, okay, sie ist nicht mehr verwundet. Oh, das sind 700 Damage. Aber das kriegen wir auch anders hin. Das müssen wir gar nicht ziehen. Das machen wir anders. So, erst einmal... rein manövrieren. Mutter spürt ihren Verlust. Dann die Offensive erhöhen. Und nun mit dem Strahl
Banner zu Boden bringen. Das erste Mal. Ich glaube, diesmal stehen sie nicht auf. Ja, sehr schön, jetzt können wir die Essenz entziehen. Vorher. Ne, wir entziehen erstmal die Essenz. Ihre Verderbnis hat keine Macht mehr über dich. Gut, zwei Läuterungen fehlen noch. Ich bin für zwei Runden verwundet. Ja, wir sparen uns mal ein bisschen Damage. Ja, ich muss darauf hinarbeiten, dass wir hier One-Hits verteilen. Aber halt erstmal 800-900 Schaden rein. Oh, das können wir ja. Gut, erst einmal entfesseln. Eine Helferin. Dann weg mit dem. Weg mit dem. Wo habe ich das schon mal gesehen? Ja, der Block wird erhöht, das ist gut. Und nun wemsen wir ihn zum zweiten Mal zu Boden. Sehr schön. Ja, das war wirklich gute Arbeit. Ja, ich brauche gleich unbedingt mal einen Heal. Oder im nächsten Durchgang. Irgendetwas stimmt nicht. Laut Anzeige hatte er doch noch deutlich genug HP gehabt. Ja, den ersetzen wir einfach mal. Sehr schön. Na gut, Bölk ruhig durch die Gegend. Du denkst auch immer nur an das eine. Ja, das ist gut. Oh, Wanda, es reicht. Ich habe aber nichts, was irgendwie zwei von diesen Dingern. Ah, egal. Ah, shit. Das war jetzt so nicht unbedingt gewollt. Sondern ich wollte das ungefähr so machen. Schlaf schön. Das ist jetzt aber auch nicht weiter tragisch. Okay, das bringt nichts. Dann machen wir es aber so. Nee, dann beleben wir Hunter lieber mal wieder. Genau das, was ich brauchte. Oh, er bekommt kein Damage. Aufgemerkt, jetzt kannst du was lernen. Ja, das ist blöd. Ja, nee, das ist richtig dumm. Weil alle stehen jetzt beieinander. Und wenn er gleich den Angriff macht, hochspringt und dann einmal runter smasht, dann sind alle down. Wow, da stimmt was nicht. Nee, macht er nicht. Ein Glück. Sie haben ein paar Freunde gerufen. Ein Glück. Sie haben ihre Pläne nicht geändert.
So, was machen wir jetzt? So, setzen wir mal ein. Ist ja egal. Ich brauche einfach nur Heldenmut. Das wirst du bereuen. Und nun muss ich einfach mal hoffen, dass da jetzt was Vernünftiges ist. Ja, sehr schön, der Schnitt. Da können wir ruhig hier auf die beiden drauf gehen. Und jetzt haben wir genug Heldenmut zusammen, um Wanders Ulti zu ziehen. Sehr schön, fügt allen Gegnern neben Wander K.O. zu. Das passt, wir stehen da auch. Ja, der Radius reicht vollkommen aus. War doch ein bisschen einfacher als gedacht. Und das, obwohl Wander sich nicht bewegen konnte und quasi sinnlos in der Gegend rumstand. Ein bisschen Glück war also auch dabei. Sie können deiner Stärke unmöglich das Wasser reichen. Okay, gut. Dann entziehen wir nochmal die Essenz, in der Hoffnung, dass ich nicht wieder umkippe. Ah, verwundet. Egal. Am Ende haben wir es geschafft. Stimmt, wenn wir jetzt Bänder geläutert haben, muss er gleich normal werden. Ich hätte jetzt gedacht, dass auch das Halsband zerspringt, aber da haben wir jetzt den dritten Riss gesehen. Und Banner ist wieder menschlich. Hose ist ein bisschen zu groß, aber das wird ihm wahrscheinlich egal sein, solange er wieder bei Verstand ist. Heißt das, wir haben jetzt auch Hulk in unserem Team? So, da haben wir auf jeden Fall drei Risse. Tu ich nicht. Ich bin einfach besser als du. Es war ein langer Tag. Wenn du mich also für meinen Leichtsinn rügen willst, mach es kurz. Im Gegenteil. Ich bin hier, um dir zu gratulieren. Wir brauchten diesen Sieg. Wir brauchten ihn dringend. Und du hast ihn uns geliefert. Du sollst wissen, egal was passiert, du kannst stolz auf das sein, was du heute getan hast. Du hast meine Schwester in ihre Schranken gewiesen und gleichzeitig einen Avenger gerettet. Du hast alles Lob verdient. Ich bin nur erleichtert, dass wir Banner befreien und zurück in die Abtei bringen konnten. Ein Wunder, dass er eine solche Tortur überlebt hat. Das muss ja ein ziemlicher Kampf mit Lilith gewesen sein. Ich sehe es an deinem Halsband. Es hängt nur noch am seidenen Faden. Du sollst dich um mich nicht sorgen. Nun, daraus wird nichts. Glaube daran, dass es hält. Jetzt ist nicht die Zeit für Glauben. Es wird bald zerbrechen und ich kann nichts dagegen tun. Das Halsband, das du trägst, ist unersetzlich. Das war's. Es gibt keinen Ersatz. Es bedurfte all der Kräfte meiner Ahnen, es für dich zu fertigen. Jedes letzten Tropfens. Es ist nichts übrig. Falls du dich also je gefragt hast, warum ich nicht Super Sarah bin, jetzt weißt du es. Ich gab meine Mächte auf, um dich zu beschützen. Sarah, das wusste ich nicht. Dein Opfer... Ich kann nicht in Worte fassen, wie viel mir das bedeutet. Du bist wahrlich Super Sarah.
Du kannst dich revanchieren, indem du alles tust, damit es nicht komplett zerbricht. Du hast mein Wort. Und wenn es Kaugummi und Büroklammern braucht, dieses Halsband wird halten. Ich bin mir nicht sicher, ob ich mich dadurch besser fühle, aber ich weiß das zu schätzen. Ich sollte mit Agatha in der Bibliothek besprechen, ob wir noch etwas vorbereiten müssen, während die Prophezeiung näher rückt. Du solltest nach Banner sehen. Ich glaube, er ist in der Schmiede. Er möchte sicher den Krieger treffen, der ihn gerettet hat. Ach, und Hunter, gut gemacht heute. Ich bin mal gespannt, was passiert, wenn dann im Finale das Halsband auseinanderbricht. Ob wir uns dann vielleicht für die gute oder schlechte Seite entscheiden können. Die nicht nur Lilith in ihre Schranken verwiesen, sondern auch unseren Freund Dr. Banner zurückgebracht hat. Wohl eher den Boden mit ihm aufgewischt. Ich weiß, dass ich für alle Avengers spreche, wenn ich sage, danke. Wir könnten die Welt nicht ohne dich retten. Ja, kann ich auch endlich mal hier mit euch quatschen, oder was? Auf Wanda. Auf Wanda. Und die nächste Generation von Helden, oh Mann, die uns so großzügig aufgenommen hat. Die Midnight Suns. Es gibt Hoffnung für unsere Zukunft, solange Leute wie ihr dafür kämpfen. Aus. Es ist mir gerade aufgefallen, wie erleichtert ich bin, dass Bruce wieder hier ist. Ich habe wohl nicht bemerkt, dass ein Teil von mir ihn schon abgeschrieben hatte. Kommst du klar? Ich? Ich habe mich seit Tagen nicht besser gefühlt. Wir haben in letzter Zeit allerhand Niederlagen einstecken müssen. Und glaub mir, es wird noch lange dauern, bis das alles hinter uns liegt. Aber im Moment möchte ich dir sagen, wie stolz ich darauf bin, an deiner Seite zu kämpfen und dich an der Spitze zu sehen. Das beruht auf Gegenseitigkeit, Cap. Deine Moral ist unvergleichlich. In Zeiten wie diesen ist das unerlässlich. Oh, komm. Ich werde noch roter als die Streifen meiner Uniform. Deine Gefühle reichen wohl sehr tief, wenn du sie fühlst. Ich könnte immer weiterreden, aber das sollte ich nicht. Es gibt viel zu tun. Und nicht genug, um es zu erledigen. Wenigstens haben wir ein paar Helfer mehr. Zwei, wenn man Bruce und Hulk als einzelne Personen zählt. Hey, Hunter! Komm, stoßen wir an. Hast du das nicht gerade erst? Ja, aber nicht mit dir. Auf was sollen wir anstoßen? Weiß nicht. Es gibt so viel Gutes gerade. Such dir was aus. Dann auf dich und den Sieg über meine Mutter heute. Ah, das war ziemlich toll, oder? Ihren knochigen Dämonenarsch durch die Tempeltüren zu treten, war ein echtes Karriere-Highlight. Wer ist jetzt die fieseste Hexe im Land, Lilith? Da hast du recht. Oh mein Gott, Nico, was tust du da? Ich stoße zur Feier des Tages mit Kollegen an. Wo ist Nico? Und was hast du mit ihr gemacht? Die war mir zu emo und goth, also habe ich mir ein fröhliches und freches Modell geholt. So eine Anarcho-Cheerleaderin. Cheerleaderin? Das ist noch schlimmer, als ich dachte. Alles gut. Ich cheere nicht für eine Highschool-Football-Mannschaft, sondern für dich und Wanda. Ihr beiden habt Lilith eine verpasst und Banner ist dank euch wieder frei und zurück. Ihr beiden habt heute echt gerockt. Habt ihr doch gesagt, alles wird gut, wenn Wanda zurück ist. Wanda wäre nicht hier, wenn du nicht alle Regeln gebrochen hättest, um Liliths Band zu brechen. Das war ich nicht allein. Du hast die Beschwörung rezitiert und den Schaden absorbiert. Aber ohne dich hätte es keine Beschwörung gegeben. Du hast verbotene Magie genutzt, um deine Freundin zurückzuholen. Dir gebührt die Ehre. Ach, weißt du was? Das stecke ich mir an. Wer hätte gedacht, dass ich das mal erleben darf? Es ist nur... Es fühlt sich langsam richtig nach Familie an. Vielleicht eine bisschen kaputte Familie mit jeder Menge Problemen, aber eine Familie. Bedeutet das, dass wir uns jetzt alle gegenseitig umbringen?
Oh Mann, für uns beide ist das Familie, oder? Das Messer in den Rücken bekommen, oder wie ich, ganz durch. Dann stoßen wir auf diese Familie und das Nicht-Umbringen an. Und auf das Durchbrechen des Teufelskreises. Okay, du hattest genug meines Lobes und meiner Aufmerksamkeit. Jetzt ist Wanda dran. Die war klasse heute. Ja, Asi. Ein gutes Gespräch, Nico. Fand ich auch. Klopf dir auf die Schulter. Hast du verdient. Okay. Gut. Dann düsen wir nochmal eben zu Blade und suchen ihn auf. Wo versteckt er sich? Will er wieder auf die Jagd? Ah, du alter Hund. Wie wär's, wenn wir das nächstes Mal auf dem echten Mond machen? Könnten wir, aber du wirst die Luft anhalten müssen. Du könntest sie für mich anhalten. Hi, Hunter. Wir haben gerade unter uns Strategien diskutiert. Sie haben miteinander gewettet, ob ihr oder ob ihr nicht. Wie sagt Nico doch gleich? Mond gucken und chill. Ghost Rider oder nicht, Robbie ist ein toter Mann. Mal wieder. Ich werde Peter in einen Kokon wickeln und ihn ein paar intergalaktische Berge runterrollen. Jeder kriegt einen Pflock mit seinem Namen drauf. Hunter, ich sage das als Freundin. Hau ab. Hunter, wenn du nicht sofort hier verschwindest, pfähle ich dich. Bin schon weg. Aber Carol hat doch eben gesagt, hallo Hunter, was geht? Und ja, dann macht, was immer ihr da auch machen müsst. Aber Blade hat's geschafft. Hunter, wenn Lilith meine Seele kapert. So, mal schauen, was Banner hier zu berichten hat. Hau mal raus, was wir mit dem Göttermörder machen können. Ist das der richtige Moment? Seit Jahren suche ich Ausreden, versuchte meine guten Taten mit den schrecklichen Dingen, die der andere verbrochen hat, zu vereinbaren. Diesmal habe ich keine Ausreden. Ich war das schlimmste Monster, nicht er. Sieh an, wer stöbert denn da durch die Weihnachtswerkstatt? Beachte uns gar nicht. Wir wollten nur sicherstellen, dass du es in deinem neuen Spukhaus fernab der Heimat gemütlich hast. Ich schätze, jetzt geht das Gebrüll los. Sich gegenseitig beschuldigen hilft nicht. Korrekt. Wir sind hier, um dich zu empfangen, Bruce, nicht um dich anzubrüllen. Ja, und um herauszufinden, was wir wegen Lilith unternehmen müssen. Hoffentlich kann Bruce uns mit Insiderwissen weiterhelfen. Wanda, ich... Du musst dich nicht entschuldigen. Du bist jetzt zurück. Zu Hause. Gefühle kommen später. Erstmal sieht es so aus, als könnte Bruce Hilfe brauchen. Alles, was ich habe, sind Ideen. Viele Ideen. Und kein Schimmer wie Anfang. Oh. Doc, du weißt, was das heißt? Könnte das wirklich... Ah, darauf kannst du wetten. Zeit für eine gute alte Avengers-Nachtschicht. So eine hatte ich nicht mehr, seit wir vor ein paar Jahren nach Wegen gesucht haben, Ultrons Wachen zu zerlegen. Ich erinnere mich. Das waren Zeiten. Also, worauf warten wir? Ran an die Arbeit. Nun gut, aber wir haben keine Antworten bekommen. Die Arbeit vor uns wird definitiv eine Nachtschicht werden. Sieht aus, als würde Stark Enterprises. Ja, Moment, was ist das denn? Okay, wir haben Banner hier noch nicht drin, aber wir haben ein Freundschaftslevel für ihn, das kenne ich noch gar nicht. Um sie umzusetzen. Ich will's langsam angehen. Zwischen den Midnight Suns und dem Sieg steht nur noch die Prophezeiung, nach der sie benannt wurden. So, gibt's hier kein Gespräch mehr für mich? Aber das lässt die Prophezeiung. Na gut, dann halt nicht. Caretaker hat auf jeden Fall noch was. Du hast wohl mit Banner gesprochen. Das stimmt. Wie lebt er sich wieder ein? Ich kannte Bruce vor seinem Fall nicht gut, aber er scheint sich wieder einzuleben. Auf seine Art. Ja, aber geht es ihm gut? Mit der Zeit wird das schon. Unglaublich, dass du und Wanda ihn zurückbringen konntet. Wie gesagt, das ist ein wichtiger Sieg für uns.
Der Hulk ist wieder auf unserer Seite. Es scheint, als hätte sich das Blatt endlich gegen Lilith gewendet. Gut, dass du zur Abwechslung mal optimistisch bist. Vorsichtig optimistisch. Ach, tja, ich sollte wohl zurück zu Agatha. Sie erinnert mich daran, dass man Siege genießen soll, wenn sie eintreten. Ich schlage vor, du tust das auch. Ja, und wir genießen unseren Sieg, indem wir einmal schlafen gehen. Könnte sein, dass ein Traum mit Lilith bevorsteht. Nein, aber der Himmel ist grün. Und das ist, glaube ich, nichts Gutes. Wir bekommen Berichte aus diversen Ländern auf diversen Kontinenten rein. Diese Krise hat wahrlich weltweit. Der Himmel ist wirklich grün, okay. Wir haben auch einiges zu tun für die Abteitreffen, aber das alles werden wir uns erst beim nächsten Mal reinziehen. Ich hätte mir gedacht, dass die Midnight Sun ein bisschen anders ausschaut. Das ist jetzt irgendwie so gamma-mäßig überladen. Sehr haltmäßig.